Sektor, sondern wirklich so, wie er in der Light Modified in Deutschland mitfahren könnte. Also 2,5 Tonnen Gesamtgewicht auf diesem Traktor. 39 Liter Hupen. Ein ehemaliger Dieselmotor, dieser Traktor. War schon mal hier in Viersen zu Gast, hieß früher mal Smoking Devil. Da lief auch wirklich noch auf Diesel der Motor. Das war der, der hier vor 5 Jahren da die ganzen Lautsprecher mal umgesetzt hat. Auch da war er als Demo-Kurier hier eingeladen. Norbert Lobbe damals am Steuer und hat hier den Source dann komplett neben der Bahn geparkt. Inzwischen der Traktor beim Team aus Sundern im Sauerland zu Hause, umgebaut auf Alkohol und immer wieder am Testen, Feintuning, Daten sammeln. Und all das wird dann gezeigt auf dem YouTube-Kanal vom Schlupfspecht-Pulling-Team, was sie so machen, was sie so aus den Daten rauslesen. Ja, da wird sicherlich wieder ein Video über die Veranstaltung hier in Viersen geben. Letzte Vorbereitung, Kenntnis Stramm, Demo-Pool aus der Light Modified, Simon Steels, Schluck, Specht, Ceraptor. Das ist freie Klasse Traktor-Pulling. Wie viel besser?